Vielen Dank für Ihre Wünsche, die Sie zuletzt wieder geäußert haben unter meinen Videos. Und hier auch nochmal der Aufruf, wenn Sie Aktien haben, wenn Sie Indizes, Währungen, Rohstoffe, was auch immer haben, was ich mal unter die Chartlupe nehmen soll, um zu bestimmen, wo sind mögliche Einstiege, wo sind mögliche Ausstiege, wo sind Wendepunkte, das Ganze drum und dran, schreiben Sie mir gerne wieder einen Kommentar und dann werden wir das beim nächsten Wunschanalysen-Video werde ich das entsprechend mit aufgreifen. Jetzt starten wir erstmal mit der Bayer. So, hier in der Bayer haben wir einen bestehenden Abwärtstrend. Und der Abwärtstrend läuft wahrscheinlich so lange, bis wir auf sehr markante Unterstützung stoßen. Und die markantesten Unterstützungen, die haben wir erstmal, ich sag mal, hier im Bereich 44 bis 45 Euro. Da hatten wir 2021 die Tiefs. Und dann später im Bereich 40 bis 42. Und auf diesen Niveaus, da müssen wir damit rechnen, dass der bestehende Abwärtstrend entweder in eine Gegenbewegung umschlägt oder dass der Markt zumindest erstmal seitwärts läuft. Also Potenzial nach unten noch ein wenig vorhanden. Wir sind jetzt aktuell, wenn wir schauen, hier gab es wieder so Dynamik, diese letzten Tiefs wurden unterschritten, da sind wir jetzt rangelaufen, die sind erstmal kurzfristiger Widerstand. Und hier entsprechend in der Bayer müssen wir damit rechnen, dass es hier in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen erstmal wieder weiter gen Süden läuft. So, als nächstes schauen wir uns die Warta an. Ja, und die Warta war ja ein Liebling vieler Aktionäre und an der Warta zeigt sich leider auch wieder, die wie schmerzhaft die Buy-and-Hold-Strategie sein kann. Warta wurde ja groß gefeiert, groß gehypt und Batterien brauchen wir ja auch weiterhin, aber die Aktie hat einfach doch nicht das gemacht, was man sich erwartet hat. Und wenn man hier tatsächlich stupide gekauft hat, Buy-and-Hold betrieben hat und möglicherweise sogar am ungünstigsten Zeitpunkt in die Aktie eingestiegen ist. Wenn wir mal überlegen, wir sind bei 160 Euro zum Beispiel eingestiegen, jetzt sind wir bei 29, na, da brauchen wir schlappe 450% an Kursgewinn, bis wir einfach nur plus minus null sind. Und jetzt kommt vielleicht bei einigen die Frage auf, na, soll ich vielleicht mal nachkaufen? Und das ist immer so eine gefährliche Sache. Denn warum ist denn Warta so abgeschmiert? Also ich kenne die fundamentalen Hintergründe, kenne ich nicht, sind mir auch egal. Aber das Problem ist ja häufig, dass man jetzt in so einem Fall, bei 160 gekauft, wir würden hier einfach versuchen, die Position zu verbilligen und ich sag mal, gutes Geld einer schlechten Position hinterherwerfen. Und sowas geht oftmals nicht gut. Denn wer sagt denn, dass die Warta jetzt wieder auf 50 ansteigt? Möglich ist es. Wir sind an einem markanten Unterstützungsniveau angekommen. Hier 2019er Tief, Seitwärtsbewegung, hier ist quasi na, die Rallye gestartet. Da war der Startschuss für diesen ganzen, naja, über, ich sag mal, Hype. So, das heißt, wir können im Bereich 25 bis aktuelles Niveau, können wir mit einer Stabilisierung rechnen, die auch sogar zu einer Bewegung in Richtung 50 Euro führen kann, wohlgemerkt. Muss aber nicht, denn irgendwas ist da ja faul an der ganzen Geschichte, weil sonst wäre die Aktie nicht so tief. Und sonst, ich glaube, der Großaktionär hat zuletzt auch Aktien verkauft. Oh, sowas ist ja alles mal kein gutes Zeichen. Wir müssen also vom Worst-Case-Szenario ausgehen und sagen, naja, auch 29 Euro können sich ja nochmal halbieren. Und aus diesem Grund, so nachkaufen, seien Sie damit vorsichtig. Manchmal ist es besser, rein psychologisch, dass man sich von der Position trennt. Dann hat man sie nicht mehr im Gedächtnis, man ist nicht mehr rein psychologisch so damit verbunden und dass man dann sich eine neue Aktie sucht, die vielleicht deutlich mehr Potenzial hat. Givaudan als nächstes, der Duft, also so Aromenhersteller aus der Schweiz. Die Aktie hat zuletzt das Corona-Crash-Tief knapp schnell angelaufen und zeigt eine Gegenbewegung. Wenn wir das Niveau nochmal anlaufen, also den Bereich 2500 bis 2600, knapp 2700 Franken, ist es für mich nochmal ein Kaufniveau. Da können wir davon ausgehen, wenn wir das Tief nochmal testen, dass wir ein leicht tieferes Tief sehen.
Also hier unten ist mögliches Einstiegsniveau. Auch hier sollte man Stop-Loss setzen, irgendwo unter 2500 Franken. Wir wissen nicht, ob die Korrektur nochmal kommt. Wenn sie kommt, können wir sie als Chance nutzen. Wenn sie nicht kommt und man ist in der Aktie drin, dann können wir auf eine Aufwärtsbewegung zumindest erstmal Richtung 3400, 3500 Franken spekulieren. Und hier erwarte ich dann nochmal eine Reaktion nach unten. So viel von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie mir bzw. der Charttechnik treu und wir sehen uns am Montag zum Tagesausblick wieder.